Jan Rode von den Eisenbahnfreunden Friesland. Ne? Das ist einmal unsere schöne Anlage, friesisches Thema. Ne? Wir haben unseren Hafen auch aus mehreren Sielhäfen nachempfunden. Eine Mischung aus Halesiel, Rüstersiel, Karolinsiel, die helfen. Wir haben hier heute die größte Anlage. Wir sind mit 8x30 Meter hier. Und unser Schwerpunkt ist halt wirklich die friesische Landschaft, so wie wir sie bei uns in der Heimat zu finden haben. Wir bilden unsere Heimat nach, teilweise originalgetreu Nachbauten. Ne, unser Bahnhof ist ein originalgetreuer Nachbau, aber halt auch so in der Region nachempfunden. So 42 Mitglieder haben wir und aktuell sind wir mit 7 hier auf der Messe. Der Hafen ist in Corona-Zeiten entstanden. Und wir können halt eine Fläche von 30x30 Meter stellen. Wir haben in H0-Module alleine 121 Module eine Fläche. Und dann kommt noch N und 1F dazu. Der Verein betreut auch noch zwei Schul-AGs, die auf der Anlage auch mit zwei Modulen vertreten sind. Und lernen kann man als Betrachter auch noch eine Menge. Der Deich, hier kann man den ganzen Deichquerschnitt sehen, wie er aufgebaut ist mit den verschiedenen Schichten. Mit dem Sandschicht, mit dem Torfschicht und das kann man hier also richtig vernünftig sehen. Nicht zu vergessen die Schafe, die das Gras kostenlos stutzen. Interessant aber auch der Besuch des Wattenmeers. Also wir haben Wattenmeer mit dem alten Vosslapper Leuchtturm. Das ist ein originalgetreuer Nachbau, so wie er bis zu den 70er Jahren stand bei uns in Wilhelmshaven. Dann leider abgerissen. Landgewinnung haben wir da vorne nachgebildet mit den Buhnen. Die Buhnen dienen dazu, halt den Sand, der angespült wird, aufzuhalten, zu fangen, um dass die Fläche immer mehr versandet und man so halt dem Meer immer mehr Land, besser gesagt die Wasserfläche, abringt. Bis zu den 70er Jahren stand bei uns in Wilhelmshaven, dann leider abgerissen, unser Bahnhof. Das ist unser ehemaliger Vorortbahnhof von Wilhelmshaven. Wilhelmshaven hatte früher 100 Bahnhöfe gehabt, heutzutage leider nur noch ein. Und wir sind dabei, halt solche Sachen nachzubauen. Das, was wir hier ausgestellt haben, ist nur ein Bruchteil von dem, was wir können. Wir sind dieses Jahr 45 geworden vom Verein und haben eine Inventur gemacht. Alleine H0-Module können wir eine Fläche von 30x30 Meter stellen. Und wir wachsen jederzeit. Das Hafenmodul ist jetzt in der Corona-Zeit entstanden. Also das einzige Problem, was wir haben, ist zu einem die Zeit, ne, und der Platz zum Lagern.